Es geht um diese Listen, in großer Zahl kopiert und ohne jeden Hinweis auf Vertraulichkeit an die Polizisten vor dem Pressezentrum verteilt. Jeder konnte einen Blick darauf werfen. Dabei geht es um Journalisten, denen gerade aus Sicherheitsgründen die Akkreditierung zum G20-Gipfel entzogen wurde. Eine solche Liste hat natürlich einen hochexplosiven Charakter, wenn es darum geht, dass andere Ereignisse vor der Tür stehen, Geheimdienste etwa, solch eine Liste dann in die Hände bekommen. Sowas wird gespeichert, sowas wird dann weitergegeben. Bis heute weiß Björn Kietzmann nicht, warum er auf die schwarze Liste kam. Seit Jahren hat er die Sicherheitschecks der Bundesregierung ohne Probleme durchlaufen. Vor 2 Jahren noch vom G7-Gipfel in Elmau berichtet. Es gibt allerdings eine Auffälligkeit. Der Anhaltspunkt, den es dafür geben könnte, ist, dass mehrere Kollegen betroffen sind, die halt irgendwie zumindest über die Türkei berichtet und in der Türkei vielleicht auch schon Probleme hatten. Es ist ja schon verdächtig, dass 3 von 9 Namen auf jeden Fall halt mit der Türkei irgendwie in Verbindung stehen. Bekam das BKA die Hinweise auf angebliche Sicherheitsbedenken etwa aus dem Ausland? Das Innenministerium weist solche Spekulationen zurück. Datenschützer verlangen dagegen Aufklärung. Wenn solche Listen aus Staaten, die nicht demokratisch regiert sind, stammen, muss doch auch hier sehr, sehr sorgsam gewogen werden, was man mit diesen Daten macht. Es kann nicht sein, dass man das 1:1 dann umsetzt. Nachdem Anfragen seit Samstag unbeantwortet blieben, hat Regierungssprecher Seibert nun eine zügige Beantwortung aller Fragen angekündigt.